Und das war's praktisch schon. Wirklich? Ja, tatsächlich. Da hinten kann ich immer noch nicht rein. Nein, ist immer noch nicht, immer noch zu. Sie hat ihre Schwester verloren. Waffenhändlerin. Alte Brom. Oh, eine Black Figure 5. Nice. Eine 5, ich würde mir gleich eine 6 machen. Weil mir fehlen noch 1,5 Levels. Da kann ich mir schon die nächsten Waffengattungen machen. Waffenlevels. Dann wäre ich hier wieder auf Katara fertig. Dann gibt's zurück noch zur Tempest und wir erledigen noch 2, 3 Dinge auf der Tempest. Nach oben. Hey, Suvi, gibt's noch was? Was gibt's? Nein, es gibt Ich sollte mich. nichts. Aber nicht. Aber natürlich. E-Mails. Pock. Der Schöpferin. Ich muss schon sagen, ich bin ziemlich stolz auf mich. Pock ist die erste meiner Schöpfungen, von der ich glaube, dass sie mich nicht bald zum Hals raushängt. Und das will wirklich was heißen, glauben Sie mir. Eines Tages, wenn wir diese Reliktechnologie mal völlig verstanden haben, wird Pock die Leute von den Socken hauen. Ich weiß nicht genau, warum ich entschieden habe, Ihnen das zu schreiben. Seltsamer Impuls. Da muss ich ein wenig darüber nachdenken. Nicht, dass sie noch denkt. Hey, Pocken. Fibeli. Sie haben also Ihr Zeug von der Nexus hierher geschafft? Ja, mein kleines Hausbesetzerparadies ist jetzt noch vollgestopfter. Alles klar, was gibt's? Danke für das Gespräch. Darauf können Sie wetten. Jupp. Ich mag die Drohne. Ist ein echt guter Begleiter. Ausstattung, hier gibt es eigentlich auch nichts mehr. Und ständig, das ist auch ein Fehler, der mir sowas auf die Nerven geht. Ihr seht das zwar nicht, aber ich habe ständig die Mausanzeige vor mir. Kalorienaufnahme für das ganze Team empfehlen. Toll. Noch mehr Dosen. Sind Sie da sicher, Lexi? Wir wissen nicht, wie lange unsere Ration vorhalten müssen. Wir haben trotz des Handels mit Kedera und Aya noch keine. So, Entwicklung. Entwicklungsforschung. Muss ich wahrscheinlich zuerst forschen. Oder? Kühlkammer füllt sich nach Verzögerung automatisch wieder auf. Nein, aber wenn ich das schon entwickeln muss. Ah. Humane Falle. Aluminium. Wird hergestellt. Liams Anzug habe ich auch keine Ahnung. Die Falle am Bau der Kreatur aufstellen. Okay. Vetra, gibt's noch irgendwas? Ich habe das Popcorn und dieses Graxen, was auch immer das ist. Vielen Dank. Ich schulde Cora etwas dafür, dass ich ihren Zugangscode benutzen durfte. Das wird bestimmt lustig. Wie früher, als Sid noch klein war und wir uns gemeinsam Videos angesehen haben. Videos. Das sagt noch heutzutage fast niemand mehr eigentlich. Jodal ist nicht mehr da. Was ist mit Koras? Cora ist auch nicht da. Sind wahrscheinlich alle unten. Dann gehen wir doch gleich mal noch runter.
Popcorn habe ich abgegeben. Respektive. Da gibt es nichts Neues. Hier in der Computer. Ah, da ist Charles. Ich habe sie bei einem Nickerchen ertappt. Schnarchen alle am Gara oder nur sie? Winseln alle Menschen im Schlaf oder nur sie? Die zwei. Meine Berichte von Aphra über Axul sind beunruhigend. Ich verstehe nicht, wie es den Roker gelingt, so viele zu rekrutieren. Yep. Bis später. Ich wünsche... Liam. Schlafmütze. Ich warte immer noch, dass wir Aya besuchen. Wir könnten dort das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ich freue mich schon darauf. Ich bin an Ihnen interessiert. Bitte nicht. Ich habe die Äußerung schon geäußert an Vetra. Heißklebepistole. Da ist nichts mehr Neues. Lexi. Ryder. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay. Ich denke mal, den Titel werde ich auch noch irgendwann verpassen. Bei einer guten Gelegenheit. Ich bin jetzt aber interessiert, was das für ein Viech ist. Falle. Das hätten wir. Eine Falle für unseren Besucher. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Noch warten, dass sie in die Falle zuschnappt. Ist halt nur die Frage... Aber wir hätten das Zeug dann so hingestapelt. Kocha, gibt es bei dir irgendwas Neues? Piraten, Exilanten, abgetrennte Köpfe. Cadera Port ist ein echtes Paradies, hm? Und Sloan Kelly, ein wahrer Engel. Brauchen Sie irgendetwas? Oh, da mag jemand. Sie. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Wir haben diese NAV-Punkte. Sobald sie bereit sind, können wir los. Ah, ja. Wir sehen uns spät. Ich werde hier sein. Die Hinweise für die Archen ziehen sich aber auch so ziemlich in die Länge, habe ich das Gefühl. Es dauert also wirklich ziemlich lange. Gibt es hier jetzt noch irgendetwas, das ich erledigen könnte? Was ist da? Galaxiekarte. Aber dann... Galaxiekarte? Bitte was? Ah. War ich gerade etwas verwirrt. Aber... Nein, es gibt hier nichts mehr. Das heißt... Sprung zur Nexus. Aber wir sehen uns erst einmal noch die Galaxiekarte an. Hätte ich mir den Weg eigentlich auch sparen können. Na, dann verlassen wir mal Cadera Port. Sind jetzt im Orbit von Cadera. Dass es auf Cadera kein Relikten-Dings hatte. Also, eine neue Welt. Illadan, eine neue Welt. Solminer. Korahapa am Rande der Pflicht. Ah, sehr gut, sehr gut. Bah! Techinus. Also es gibt hier noch weitere Quests. Die Jagd auf den Archon. Tafenu. Dort werden wir... Ich werde erst später weitermachen. Ich würde auch sagen, zuerst zurück zur Nexus. Hm.
Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich die Sprünge rausschneiden werde. Weil alles ist hier ein bisschen, wie soll ich sagen, hier gibt es noch so viele Aufgaben. Weg eines Helden, Aufgabe, Sphärenmodul, bessere Zubereitung, kurganischer Verrat, Leben am Grenzgebiet. Kommt es mir nur so vor, wird die Nexus Tag für Tag fertiggestellt. Und wieder hier. Ryder, hier Kandros. Sam hat uns von Knights Angriff gewarnt. Wo ist Knight? Wir verfolgen sie, aber diese Geräte sind nach wie vor scharf. Sie müssen sich darum kümmern. Unauffällig. Wir können uns keine Panik leisten. An der Meuterei beteiligt. Hafen der Exilanten. Exilanten von der Nexus finden ein neues Zuhause. Ehemalige Sicherheitschefin an der Meuterei beteiligt. Ermittlungen haben ergeben, dass die ehemalige Leiterin der Nexus-Sicherheit, Sloane Kelly, an den Aufstand beteiligt war, der Dutzende Opfer gefordert hatte. Die Initiative hat die Exilanten, unter ihnen auch Kelly, inzwischen auf Kadara aufgespürt, einem Ödnisplaneten im Govorkam-System. Kadara-Gewölbe aktiviert, das durch das Schwefel auf Kadara vergiftete Wasser ist jetzt trinkbar, nachdem der menschliche Pathfinder ein Gewölbe auf der Planetenoberfläche gefunden und aktiviert hat. Wasser wurde noch nie oft bestellt, sagte Umi Hinon, Barkeeperin im Krala-Song, aber es ist schön, dass es die Dings jetzt mit Eiswürfeln gibt. Schön. Morde von Roka verübt. Mehrere Morde auf Kadara sind das Ergebnis von Aktivitäten der Roka auf dem instabilen Piratenplaneten. Die Opfer waren ausnahmslos, Kolonisten aus der Milchstraße und mit ihnen sympathisierte Angara. Die verantwortlichen Roka wurden bei einem Angriff durch die Behörden der Initiative getötet. Clement rehabilitiert. Ein entführter Mann, der fälschlicherweise als Exilant galt, wurde tot auf Kadara gefunden. San Chief Clement wurde nach dem Nexus-Aufstand gegen seinen Willen verschleppt. Er kam nach Andromeda, um ein neues Leben zu beginnen und positiv in der Galaxie zu wirken, sagte sein Freund Selaven. Er war kein Exilant, er wollte eine neue Heimat finden und ich hoffe, dass er auch so in Erinnerung bleibt. Sonst hat es hier nichts mehr. Aber mir fällt auf, dass eigentlich nur die Grund... Kerry? Hätten Sie Zeit für ein Interview? Ich würde gerne mehr über die Angara erfahren. Es ist selten, dass ein Erstkontakt derart reibungslos verläuft. Fest steht, die Angara sind friedlicher als die Kett. Viele von uns setzen große Hoffnungen in dieses Bündnis. Schön, Sie zu sehen. Die Angara sind Überlebenskünstler und bereit, uns zu helfen. Sie werden großartige Verbündete abgeben. Der angaranische Soldat, der sich ihrem Team angeschlossen hat, hat schon jetzt einige Fans. Aber alle reden von Aya. Grüne Pflanzen, Wasserläufe. Unsere Anführer haben bereits darüber diskutiert, ob wir Kolonisten dorthin schicken sollten. Sofern man es uns erlaubt. Ich würde auch sagen, nein, Aya gehört den Angara. Aya ist ein souveräner Planet der Angara. Wir haben kein Recht, uns dort anzusiedeln. Das sind klare Worte. Hoffen wir also einfach, dass es nicht notwendig sein wird. Okay, das... Ach ja, seit der letzten Episode sind die Registrierungen für Kolonien deutlich gestiegen, ebenso wie die Moral. Das hier ist Fontaine. Sowas inspiriert, hm? Nächstes Schiff darf Kreis, nächstes Interview-Slot warten. Okay, mit Interview. Auch wenn ich Ihnen nicht auf die Finger schaue? Alles in Ordnung. Ich habe doch gesagt, wir kriegen das hin. Verdammt. Sie hätten wenigstens so tun können, als wäre die Umstellung schwierig gewesen. Metra! Verdammt, Ryder. Sie haben eine gute Show verpasst. Was ist passiert? Ein Alarm hatte eine Fehlfunktion und wir dachten, es wäre ein Angriff. Wir haben es zwar schnell durchschaut, aber bis dahin hatten sie mindestens die Hälfte der Sicherheitsanlagen der Station hochgefahren.
Warum haben die Alarme immer noch Fehlfunktionen? Wahrscheinlich ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Geißel die Systeme durchbrennen ließ. Es ist halb so schlimm. Ich habe mal in einem Gebäude gearbeitet, da ist der Feueralarm alle 2 Wochen losgegangen. Einerseits, man merkt sich daran, andererseits... Ja, jetzt wartest du, ich habe hier einen Dockverwalter. Ich habe eine unautorisierte Lieferung nach Kedera abgefangen. Wichtiges Material, Essensrationen, Werkzeug, Energiezellen, das volle Programm. Alles korrespondiert mit Diskrepanzen im Inventar. Okay. Jemand stiehlt und lagert Vorräte auf der Nexus und der Hyperion und beliefert damit die Exilanten. Wenn Sie die Augen nach verdächtigen oder falsch gelagerten Paketen offen halten könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr gut. Gestohlene Vorräte haben keinen Freigabevermerk. Sam sollte sie also identifizieren können. Das Wohndeck, die Imperium durchsuchen, die Kreierstation der Imperium durchsuchen, die öffentliche Bereiche durchsuchen. Machen wir. Ignatius. Ignatz. Was gibt's? Hallo. Gil Brody ist Ihr Techniker, stimmt's? Korrekt. Mein Name ist Bailey. Ich habe früher hier in den Hangars mit ihm zusammengearbeitet. Sie wissen nicht zufällig, ob er verfügbar ist, oder? Oh Gott. Die Frisur. Unter anderem. Solche Dinge weiß ich nicht. Natürlich. Okay, tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Bestellen Sie ihm einfach Grüße von mir, okay? Okay. Gibt's hier auch noch was? Nein. Da kann ich nicht durch. Und da ging's doch... Nein. Und wir helfen Ihren Wachen, Ihre Waffen zu verstauen. Bewaffnet sind Sie mir lieber. Sie verstehen doch. Geräusch. Oh, Pathfinder. Das ist der Leiter der Angara-Delegation. Der Retter der Moschei. Sie ist voller Lob für Sie. Ich bin Isar Dinavar. Wir brauchen Diplomaten. Schön, dass Sie da sind, Botschafter. Gute Kontakte mit den Angara stärken uns beide. Im guten Sinne, hoffe ich. Ich habe dem Botschafter gerade erklärt, dass bewaffnete Wachen hier unnötig sind. Stimmt was nicht, Botschafter? Kommen Sie bitte, Pathfinder. Jetzt bin ich neugierig. So viel Leben. Unterschiedlich, aber vereint. So wie es hätte sein können. Vor 75 Jahren waren wir verstreut. Wollten einen Neuanfang nach der Geißel. Dann kam die Kett. Fremdes Leben. Es war monumental. Aber sie betrogen und versklavten uns. Sie müssen verstehen, dass ich vorsichtig bin. Jo. Ihr Volk hat viel durchgemacht, Botschafter. Ich wäre auch vorsichtig. Trotzdem beweist Ihre Initiative, dass es auch besser geht. Ich will an dieses Bündnis glauben, Pathfinder. Die Moschei sagt, Sie sind ehrbar. Helfen Sie mir, Ihnen zu glauben. Wir haben viel zu bieten. Überprüfen Sie, was wir sagen. Die Kett hassen uns. Reicht das? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Naja. Wir würden alles teilen, was Sie sehen. Wissen, Technologie, Hilfe. Und der Preis? Was Sie zu geben bereit sind. Sie werden Ihre Waffen Ihrer Miliz übergeben, falls das ausreicht. Danke. Wir enttäuschen Sie nicht, Botschafter. Pavor Sejav Jaravon, Pathfinder. Willkommen in Andromeda. Ja, danke. Falls Sie allgemeine Fragen haben. Naja, Technologie anbieten. Weniger. Fragezeichen. Beide unten. Diese Energieausfälle ergeben keinen Sinn. Er hat auch noch Energieausfälle. Ich habe hier aber nichts Rotes. Aber dass ein Baum mitten im Hangar steht, finde ich schon mal geil. Nach wie vor
Ja, Jean Garson wurde ja ermordet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie weit wir eigentlich in der Hinsicht sind. Bar müssen wir noch, soweit ich weiß. Das sind gestohlene Vorräte. Ich werde den Dockverwalter informieren. Okay. Aber da ist noch mehr. Warum ist da noch mehr? Okay. Dr. Kempton. Pathfinder. Dann gibt's nichts. Gut. Aber hier gibt es noch irgendetwas. Aber hier komme ich wieder. Also muss das oben sein. Entweder ist das oben, aber ich bin ja daran vorbeigelaufen. Nein, das ist tatsächlich unten. Aber nach was suche ich denn eigentlich? Das ist die andere Frage. So, irgendwo hier. Ah. Gerät. Verdammtes Schwein. Sie haben mich hintergangen. Knight? Ja, ich bin's. Ich habe sie zu meinem Sohn gelassen. Sie werden diese Sache nicht verhindern. MB-Knight finden, Gerät in der Kommandozentrale finden. Puh. Gehen wir jetzt mal in Vortex. Ich brauche eine Information von Ihnen. Kommt immer auf die Information drauf. Schießen Sie los. Sie waren auf Kadera. Sie haben die Exilanten dort gesehen. Sie gehörten früher zu uns. Freunde, Familie, Kollegen. Viele von uns machen sich Sorgen um sie. Wir hören, dass dort Chaos herrscht. Jeder gegen jeden. Naja, nicht wirklich. Es geht dort ziemlich zivilisiert zu. Sie haben Regeln und Systeme und Infrastruktur, genau wie wir. Oh, das ist gut. Trotz der Vorfälle liegt mir immer noch etwas an Ihnen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Besorgt, naja. Hey, Lexi! Schnauze. Da sind Sie ja. Suchen Sie nach dem Sinn des Lebens? In einer Flasche? Dort suchen viele. Sie wären nicht die Erste, die dort danach sucht. Alkohol liefert einem nur selten Antworten. Warum sind Sie dann hier? Was denn? Darf ich nicht auch mal ausspannen? Mir ein bisschen Spaß gönnen? Naja. Lexi, Sie haben diese Flasche nicht mal angerührt. Ja, weil Sie mich gestört haben. Was ist wirklich los? Phoebe denkt, mir würde nichts an der Crew liegen. Sie ist der Meinung, Sie alle wären für mich nur Experimente. Glauben Sie auch, dass ich Sie so sehe? Seit wann interessiert Sie denn, was Phoebe denkt? Das ist nicht das erste Mal, dass mir das jemand gesagt hat. Genau genommen hat mir jeder meiner Ex-Freunde etwas Ähnliches vorgeworfen. Deshalb habe ich auch erstmal genug von Beziehungen. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Glauben Sie auch, dass ich Sie so sehe? Sie würden wohl kaum in dieser Bar Trübsal blasen, wenn Sie uns nur als Experimente betrachten würden. Ich blase nicht Trübsal. Aber Sie haben recht. Danke, Ryder. Ich sollte wieder zurückgehen. Und was wird aus Ihrem Wein? Den hebe ich mir für ein anderes Mal auf. Liam, habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich dich nicht mag? Ryder? Okay. Interessant. Danke, Pathfinder. Bitte. Oh, Sie sind's. Hey. Nimm den Trink. Gebt ihr mir eigentlich nichts zu trinken? Schweinerei. Und du, Schätzchen, wenn du schon auf der Bühne stehst, mach was.
Aber hast schon mal Mut bewiesen, dort überhaupt drauf zu stehen. Gut. Was haben die denn neu? Panzerung brauche ich nicht. Hätte ich mein ursprüngliches Vorhaben durchgezogen, wäre das übel ausgegangen. Oh, heißt das, Sie wollen eine Rückerstattung? Nicht doch. Ein Kumpel von mir hat mal einen Blick darauf geworfen. Wir haben eine Mod entwickelt, um das Problem zu lösen. Ich wollte sie Ihnen nur zeigen, damit Sie auch Ihre anderen Waren damit aufrüsten können. Ich... Ja, die helfen sich. Auch nicht schlecht. Pathfinder? Oh, hallo. Pathfinder. Ja, hallo zusammen. Gemischwarenhändler. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, auch wieder schön, hier zu sein. 5 Cobra-Werfer jetzt. Leckt's mich am Arsch. Ich nehme die mal mit. Auch wenn ich sie nicht wirklich brauche, aber... Antipanzerungsmodul. Was Kräfte schaden bloß gegen Panzerung? Nee. Nehme ich mal 2 mit. Ich habe ja das Geld. Effekte auf Medigel. Maximal Gesundheit. Yeah. Salve, Feuersystem auf Salve. Schildbeschleuniger. Schildverstärk, Relikt. Eierauch, Elementar, Brandmunition. Die Munition benutze ich eigentlich recht selten, weil ich eigentlich zu Beginn damit annahm, dass das wieder Fähigkeiten sind. 12.000. Oh. Fahrzeuge, was gibt's denn für neue Hallo. Skins? Hi. Notfallschildentladung habe ich wahrscheinlich noch nicht. Was, wenn Schilder des Namens völlig leer sind, werden die Schildzellen entladen, was eine Schockquelle erzeugt. Die gehen in der Nähe durch die Luft schleudern. Ja, komm, nehmen wir mal. Initiative, das Blau ist hässlich. Leisetreter, weiß geht. Schneefall. Kaufen wir mal alle. So. Dann wären wir da aber schon wieder fertig. Wie sieht's eigentlich aus? Kann ich hier noch... Ach, das war unten. Genau. Entschuldigung, das hat man ja völlig übersprungen, als ich den Raum betreten habe. Oh, Andraknor. Interessanter Ort, nicht wahr? Alle lächeln und schütteln sich die Hände. Nicht viele Soldaten. Dabei wird der Frieden, den Politiker schließen, doch immer von uns Soldaten bewahrt. Diplomatie. In unserer Lage ist es klug zu zeigen, dass wir wirklich in Freundschaft kommen. Allerdings sollten Sie in Zeiten wie diesen auch auf die Alternative vorbereitet sein. Aber ich bin unhöflich. Ich kenne Sie, Pathfinder. Ich bin Andraknor, ein Heskarl vom Widerstand. Ein Heskarl? Vor Jahrhunderten waren Heskarl Spezialeinheiten. Wir verteidigten Kolonien und gaben unser Wissen mündlich weiter. Nur wenige erinnern sich heute noch an uns. Ich bin gekommen, um zu erfahren, was die Milchstraße von solchen Dingen weiß. Ich habe gehört, dass Ihr Vater zu einem ähnlichen Programm gehörte. N7. Was wissen Sie bereits über das N7-Programm? Soldaten der Menschen wurden auf exotischen Welten ausgebildet. Arcturus, Europa, Rio de Janeiro. Sie lernten in allen Umgebungen zu kämpfen, mit wenig Nahrung und Schlaf. Sie kümmerten sich um ihre Verwundeten. Sie waren Anführer. Stimmt das? Gehörte Ihr Vater nicht auch dazu? Er war einer der ersten N7 und er war stolz darauf, obwohl er nicht geblieben ist. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, mir und meiner Schwester ein paar Tricks beizubringen. Sie verfügen also über einen Teil dieses Wissens und haben zudem ihre Pathfinder-Fähigkeiten. Eine N7-Ausbildung wäre von Nutzen für mein Volk. Die Heskarl-Ausbildung für das Ihre. Wie wär's mit ein paar Manövern? Zeigen Sie mir, wie Sie mit Ihren Fähigkeiten die Prüfung für einen Heskarl-Rekruten angehen würden. Es wäre eine Herausforderung für Sie. Und bestimmt lehrreich für mich. Warum nicht? Eine Chance, mit den Besten der Angara zu arbeiten? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich aktiviere unsere Trainingssender. Sie zu finden ist Ihre erste Prüfung. Und dann freue ich mich darauf, von Ihnen zu lernen.
Die Relikte bekämpfen, uralte wilde Kreaturen bekämpfen, vertrauliche Daten beschaffen. Aber nicht hier, oder? Nope. Wahrscheinlich auf... Nein, auf Eier auch nicht. Ist gerade schwer zu sagen.